geht's jetzt hin? Reisen. Tänzerin des Nordwindtals, oder? Genau. Weil das habe ich nämlich noch. Tänzerin des Nordwindtals. Ja. 20 Parts voller Facepalms für die, die Dark Souls schon längst durch haben. Und schon längst wissen, dass das hier zu krass ist. Es hat mich schon gewundert, weil der so unfassbar viel Schaden reindonnert und weil wir hier keine Summon Signs haben, keine Leute zum Beschwören. Und das war in Dark Souls immer so, wenn du sowas nicht hattest, dann warst du nicht das Level von den Leuten. Deswegen bin ich stutzig gewesen gerade vorhin. Jetzt wissen wir auch warum. Wir sind etliche Mal umsonst gestorben quasi. Wobei, kann man auch nicht unbedingt sagen, wir haben da doch schon recht gut leveln können. Auch wenn wir relativ oft gestorben sind und dadurch einige Level verloren haben. Ach, dieser scheiß Ritter lebt sogar wieder, den man gekillt hat. Den geradeaus, ja. Und der Mönch auch. Das ist doch jetzt ein Scherz. Hm? Ich habe den Mönch getriggert und der Ritter kommt auch gleich mal mit. Ich mach dem Ritter keinen Schaden. Willst du mich verarschen? Whoa. Ritter im Rage-Modus und zieht mir die Hälfte der Lebensenergie mit einem Schlag ab. Du kannst ihn aber auch, weißt du, alle anderen kannst du während dem Heilen unterbrechen mit Pfeil und Bogen und sowas, aber den Mönch hier nicht. Das ist ein Overkill-Mönch. Mönch habe ich aber... Boah, Alter. Ey, dieser Wichser macht so viel Schaden, ne? Alter, ich hab doch mein Schild hochgehalten! Frage. Wenn du Zeit hast, guck mal nach, ab wann wir da sein sollen. Ab welchem Level. Boah, da muss ich erstmal gucken, wie das Gebiet hier an sich überhaupt heißt. Burg Lothric. Ja, ich meine... Die Zone, in der wir gerade sind. Alter! Mann, jetzt ist doch mal gut hier, ey! Das ist ja zum Kotzen! Ja, tot. Warum wohl? Wow! Nein! Au! Ja. Boah, Ritter down. Sonnenlichtmedaille? Okay. Beseele des entmutigten Ritters. Ja, weil das Gebiet, was angezeigt wird, wenn ich da gucke, wenn ich jetzt halt nach Hohe Mauer von Lothric gucke, hier im Dark Souls Wiki, dann wird mir natürlich angezeigt Level 1 bis 22. Lothric Castle, 75 bis 90. Das heißt, wir sind eigentlich perfekt für das Gebiet hier. Streng genommen sogar überlevelt mit einem Level. Na, au! Ja, und trotzdem fress ich Schaden ohne Ende. Ja, nicht nur du. Ich will hier weg. Der Typ aber auch wieder spawnt, ist einfach frech, weißt du? Das ist einfach der Motherfucker vor dem Herrn hier. Nee, weil ich bin gerade rechts gegangen, das sind zwei Ritter. Ja, ich weiß ja, da war ich ja schon entlang gegangen, das weiß ich ja. Ja, da hatte ich auch zu viel... Mann! Mal die scheiß Rüstung hier wieder wechseln. Das Gefühl, dass ich mit der so gut wie gar nichts an Abwehr hab. Boah, Richtung bewegt sie. Ja, toll.
klar. Meine Fresse. Ach, das ist interessant. Jetzt kann ich auf einmal den weißen Speckstein benutzen. Okay, da wieder nicht. Wenn du nämlich in den Raum reingehst, wo der Ritter ist mit dem Ja, ich Mönch weiß, in gleich. dem Raum kannst du den Speckstein benutzen. Das kannst du auch meinetwegen mal eben machen. Oder so, oder mach mal bei dir weiter. Bei dir ist besser, du hast mehr Glut, ne? Jo, okay. Zeichen ist gesetzt. Jo. Dann muss ich erstmal mein Symbol wegmachen. Komm her, du scheiß Mensch. Die paar Meter kannst du dich noch ruhig nähern. Ja. Und da ist er down, der Mensch. Der Mensch ist ja nicht das Problem, der Ritter ist eher. Ja, auch jetzt habe ich den Ritter noch getriggert. Come on. Wo ist dein Zeichen? Ja, direkt in den Raum reinkommst. Ach, come on. Nein! Hab grad aus, dass jemand ein Zeichen verlegt. Bin aber auch gerade mitten im Kampf, warte. Au. Der Schlag war böse. Meine Fresse! Der springt aber Also. auch direkt wie so ein Vollidiot auf dich zu, wenn du, sobald du was trinkst. Ansonsten setzt dann rechten links bei der Ja, Vorrichtung. warte, erstmal will ich den Ritter hier kalt machen. Das ist wahrscheinlich sogar besser, wenn du es da setzt. So. Wohin soll ich setzen? Bei der Vorrichtung. Quasi, wenn du in den Raum reingehst, links. Ah, da. Da ist nämlich ein Hebel. Und wenn du den ziehen willst, dann Vorrichtung bewegt sich nicht. Da einfach setzen. Ja, vor Du der wirst Stufe nämlich noch habe ich es sehen, warum. hingesetzt. Gut, weil du wirst nämlich noch sehen, warum. Sprengen wird benötigt. Hast du Passwortabgleich drin? Scheiße, stimmt. Weil ich dachte gerade schon. Den habe ich gar nicht drin. Habe ich ja gerade vorhin schon rausgemacht. So. Na jetzt. Na, ich hab's gerade wieder verlegt. Ein paar Meter nach vorne. To Einen Meter nach vorne. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt, wenn ich zu dir komme, 6 Estus Flakons anstatt 4. Weil ich habe momentan nur 8. Ja, doch, du hast schon die volle Estus-Lagerung. Oh, wo ist jetzt das Zeichen? Eigentlich nur so einen halben Meter weiter vorne an der Stufe. Muss noch mal kurz warten, eventuell. Ah, jetzt. Level 90 bis 120, das heißt, wir hätten jetzt erst dahin gehen dürfen. So langsam. Ja, halt das Anfangsgebiet. Wir hätten da quasi jetzt erst gegen. Wären jetzt erst hingegangen. Beweg dich mal ein bisschen. Genau, so. Jetzt hast du auch wieder eine Animation bei mir. Gut, ja, das ist nämlich das Problem.
Boah, warte mal. Echt jetzt? Habe nämlich gerade nur zwei Balken gehabt bei der Verbindung. Ja, ich merk's. What the fuck? Was hast du gerade gemacht? Der war bis jetzt gerade noch unsichtbar bei mir. Der eine Ritter da. Du wirst mich verarschen, ich habe den nicht getroffen. Ich habe ja auch zu dir gesagt, du musst aufpassen, wenn du gleich da kommst. So, Freundchen, habe ich einen Riesen? Nein, habe ich Ich nicht. habe bei TeamSpeak nur zwei bis drei Balken. Bei meinem Programm aber, wo ich die Internetverbindung checke, habe ich die volle Verbindung. Ich verstehe TeamSpeak einfach nicht. Ich habe keinen Riesenbaumsamen. Ja, ich habe auch keinen. Wir lassen uns auch da nicht hochlocken. Die Treppen. Nette Och, Idee. komm schon. Der hat auch, der, ich glaube, der hat aber auch irgendeine komische Verbindung, kann das sein? Ja. Der läuft bei mir teilweise auf der Stelle. Da kommt ein Ritter an. Alter, jetzt hör auf zu schlagen, Kollege! Ja, der Ritter bewegt sich nämlich nicht. Ich hasse Leute, die invaden und dann eine Kack-Internetverbindung haben, weißt du? Ja, hättest du wohl gern. Ey, komm. Nice. Ich mach dem auch keinen Schaden, obwohl ich ihn jetzt eigentlich... Ja, ich hab ihn auch schon aber getroffen. Ey, ohne Witz. Wenn's einen Voice-Chat gäbe... Soll ich mal, selbst ich habe mit meiner 8000er Leitung besseres Internet als der 100 Pro. Nice. Na klar, habe ich ihn nicht getroffen. Nicht hochgehen. Das habe ich auch nicht vor. Sehr gut. Ich habe auch jetzt gleich keine Flakon mehr. Bald. Ohne Witz, Kollege. Die Zuschauer sind Zeugen. Ich hätte ihn jetzt nochmal zweimal treffen müssen. Und dann passiert sowas, weißt du? Na klar. Und das war noch nicht mal ein guter PvP-Kämpfer. Er hat einfach eine miese Internetverbindung, der Kerl. Würde mich nicht wundern, wenn es sogar extra Leute gibt, die extra einen schlechten Ping provozieren. Indem sie zeitgleich was downloaden oder uploaden oder was weiß ich. Damit die bessere Chancen haben. Und gewinnen können. Was? Alter! Na danke fürs Gespräch. Hey, ohne Witz, danke fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Da hat mich gerade irgendwie frontstepped. Ja, hat er mich ja auch, hat er bei mir auch gemacht. Der hat meinen Blocken geblockt. Jetzt warte erstmal. Da zieht er mir nur einen minimalen Balken ab. Das hat er bei mir ja auch gemacht. Das hat wirklich nur einen minimalen Balken abgezogen und auf einmal hatte ich keine Lebensenergie mehr. Ja, das hat er bei mir auch gemacht, habe ich doch schon gesagt. Lass mal Glut wiederherstellen. Ich will jetzt zwei Dinge, einen Riesenbaumsamen und meine Seelen wieder haben.
Natürlich, meine Seelen liegen mitten im Raum. Ja, warte mal, warte mal. Geh ich jetzt erstmal hin und änderst deinen Eid. Und zwar den von zum blauen Pfad. Habe ich. Und mein Zeichen lege ich direkt da, wenn es reingeht, in den Raum da.